Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Ja, ich habe gespeichert, ich habe einen Kampfkunststein noch vergeben und es geht weiter, dass wir ja hier lang wollten, glaube ich, wo der Troll da lang läuft und den werde ich jetzt mal versuchen, Platz zu machen. Der sieht aber auch echt böse aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, das habe ich schon mal geschafft. Und dann, ja. Läuft bisher. Okay, läuft, läuft, läuft. Sehr gut. Da oben war so eine merkwürdige Pflanze oder so. Ach nee, das sind diese Dinger, die runterkommen. Okidoki. Das habe ich geschafft. Huch. Okay, geschafft, geschafft, geschafft. Weiter gehen wir nach links, weil hier waren wir halt noch nicht. Hier werden wir noch oben getrieben und von unten kommen aber Monster oder was? Was ist das denn? Aha. Ach so, ich kann mich hier auch so ein bisschen... Ah, ich verstehe. Die Sachen hätte ich ja schon gern gehabt, so ist nicht. Warte mal, ich will mich mal hier nach oben treiben lassen, damit ich hier eigentlich... Ach so. Oh, das ist ein Schlüssel. Wie komme ich da ran? Wie macht man das? Ich will da eigentlich hoch. Ah, okay. Gehen wir mal in den Laden. Hallo. Ja. So ein Hühnchen. Immer her damit. Brezel ist auch in Ordnung. Törtchen. So. Jo, hau rein. Ja, da brauchen wir... Warte mal, da brauchen wir die... Das Bombending. Holen wir das mal direkt. Shit. Nee. Das wird so nix. Das wird gar nicht mal einfach, merke ich gerade. Können wir die von hier holen? Jo. Und kaputt gemacht. Ging doch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Passiert doch immer wieder. Zack, zack. Die kommen ja auch noch gerade recht hier. Ich darf speichern, warum auch immer. Wir machen das natürlich. Und sammeln alles ein, was wir einsammeln können. Und gehen weiter nach links.
Wir haben noch was Schönes eingesammelt. Ein... Oh Gott, das kann ich gerade nicht aussprechen, während ich kämpfe. Oh, hat mich sogar mal einer erwischt. Von diesen Viechern. Aber egal, Dust ist stark. Fidget ist auch bei uns. Bin ja mal gespannt, wo wir jetzt hier noch hinkommen. Oh, was ist das denn, Glibbriges da? Sowas haben wir auch noch nicht. Was ist denn das da oben? Sind das einfach nur Steine, die da runterkommen, oder? Okay, gehen wir mal hier weiter runter. Ja, es sind irgendwie so Steine, ne? Ich glaube, da muss man aber schon aufpassen, dass man da nicht reinkommt. Ich warte mal und gehe dann weiter. Auch die geben mir auf die Nerven, die Typen hier, die Viecher. Oh nein, ich wurde getroffen. Hilfe! Ein Schaf! Ich habe ein Schaf noch gefunden. Sehr gut. Noch ein weiteres Schaf. Schnell. Schnell, 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 schnell. Und wieder ein Laden, aber brauche ich den wirklich? Wie komme ich da jetzt hier weiter? Ich glaube, da müssen wir schon warten, wieder. Oh. Ja, war klar, dass ich... Nein, 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 weg da. Wow. Okay. Geschafft. Da ist ein Schlüssel. Möchte ich haben. Bekommen. So viele brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mal mehr. Damit wir es schaffen, die Truhe da hinten aufzumachen vom letzten Part. Kein Ausweg. Warum? Hier ist doch gar kein Gegner. Sonst kommt das rote Dings doch immer, wenn ein Gegner ist. Hallo? Ach, da oben. So. Schicht im Schacht. Von wegen, ich komme hier nicht durch. Puh. Klar komme ich hier durch. So. Nach oben, nach unten. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will. Wagen wir uns mal hier weiter vor. Mann, wenn ich hier stehen bleibe, dann... Genau, passiert das. Shit. Mist. Wenigstens ist das Vieh weg. Schnell. Beeilung. Nein! Oh Gott! I, Spinnen! Nein! I, Spinnen! Spinnen! Wo kommen die denn auf einmal her? I, ich hasse Spinnen. Ich muss wieder nach oben. Ich bin hier auf einmal nach unten gefallen, aus Versehen. Und dann auf einmal voll die ekligen Spinnen hier unten, ey. Wenigstens sind die nicht so stark. Gehen auch relativ einfach zu besiegen, finde ich. Aber wir müssen hier nochmal wieder hoch. Ach so. Nee, will ich hier speichern? Naja, gut, okay. Ja. Lohnt sich gerade eigentlich nicht zu speichern, aber ich mach's trotzdem mal. Aua. Wieder runtergeknallt. Und no, da. Ich schaff das schon irgendwie. Ich darf nur nicht wieder so runterfallen. Schnell durch. Oh nein.
Nein. Schnell durch. Okay. Wo sind wir? Keine Ahnung. I. Oh, nein. Nein. Oh, eine Kiste. Oh, eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Es gibt so unglaublich viel zu tun hier immer. Machen wir die Kiste mal auf. Jetzt sind wir ja schon mal hier. Perfekt. Bestimmt wieder irgendwas für einen Schmied. Bergarbeiterausrüstung, Bauplan. Oh Gott, ich muss mich heilen, merke ich gerade. Hm, wieder so Baupläne und so für die Schmiedin anscheinend. Keine Ahnung, mal gucken. Jetzt bin ich wieder hier. Und ich muss mich heilen. Ach, ich weiß auch nicht. War das jetzt falsch, nach rechts zu gehen? Es ist so unglaublich viel zu erledigen hier. Es ist wirklich viel. Also mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Einfach, weil ich wissen will, ob da vorne nicht doch noch was war. Geht gerade ein bisschen schneller wenigstens. Und dann rutsche ich hier durch. Und nochmal. Genau, schnell, schnell. So. Gehe ich mal wieder auf die linke Seite, weil hier bin ich ja gerade weg. Ich bin da auf die rechte wegen der Kiste. Genau, dass wir uns hier mal runterfallen lassen. Habe ich es mir doch gedacht, dass hier noch was ist? Hm. Noch haben wir nicht alles in den Ceremonienhöhlen erforscht. Da ist wieder so ein Bombending. Oh, 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 oh. Ey, nun lande doch mal. Okay, hier kann ich nicht lang... Mann, ist das duster hier unten. Ja, und wenn ich mich hier fallen lasse, dann... Wie komme ich da denn lang? Scheiße. Oh Gott, Zacken. Mhm. Komm mal mit hier. Ich weiß nicht, wofür ich das Ding brauche. Aha. Komm mal mit. Da nicht. Wo brauche ich die denn? Jetzt habe ich sogar zwei. Oh. Hier haben wir diese Dinger. Kann ich die Pilze nicht... Siehst doch, die wachsen im Dunkeln bei diesem einen Questding. Kommt mal her. Können die hier so explodieren? Ich will diese Pilze haben. Oder was mache ich jetzt mit denen? Ja. Kommt mal her. Dann explodiert da mal. Warum nicht? Hm, das hat nichts gebracht. Schade. Hä? Jo. Ich habe überall diese Bombendinge und weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber ich bin hier an einem Ort, wo ich vorher noch nicht war. Von daher... Jetzt habe ich wieder zwei. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Hey, jetzt sind die dagegen gekommen. Ach, wie blöd. Ja, okay. Ich sehe auch langsam, dass ich hier bestimmt die dahin bringen soll. Wenn hier die Zacken wieder sind, wird einem das nämlich dadurch erschwert. Das könnte der Weg sein. Ich komme da nicht rauf. Wie mache ich das denn? Boah. Er rutscht halt einfach immer auch so weg. Ja, und er springt auch nicht richtig ab. Also es ist... Nee, ich komme da nicht rauf. Scheiße. Bin schon wieder voll angeschlagen. Und esse immer nur Brathähnchen.
Lecker, lecker Hähnchen. Nee, irgendwie hau ich da immer nur gegen an. Schön. Was kann ich denn hier machen? Und diese roten Pilze, die, ja, kapiere ich nicht. Auch, dass ich hier so eine Plattform habe mit nix. Hm. Tja, ich schaffe den Sprung nicht. Ich kann nämlich nicht genug Anlauf holen irgendwie. Ja, und komme dann da nicht rauf. Weiß auch nicht. Ist komisch, ne? Auch vom, ja, das ist auch komisch. Dadurch gehen die Zacken auch nicht weg, wenn das Ding da... Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Ist prima. Da verrecke ich nur. Irgendwie. Aua. Die leuchten halt so rot hier, deswegen dachte ich, die sind was Besonderes, diese Pilze. Aber nö, anscheinend nicht. Dann nicht. Hm. So viele Bomben und nichts, was ich damit machen könnte. Merkwürdig. Ach, ich kann da aber nach rechts springen. Moment. Aber ich komme da auch nicht rauf, ne? Ja, hat ja wieder toll geklappt, das Abspringen. Warum macht er das denn nicht, wenn ich das drücke? Yay, da komme ich nicht hin. Könnt ihr mir das hier nicht mal kaputt machen, oder? Nee, ne, das bringt ja auch nichts eigentlich. Ja. Außer, dass ich mir selber noch wahrscheinlich einen runterhau, indem ich die da... Wie soll man den Sprung auch schaffen? Hä? Nee. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber hier war ich noch nicht, anscheinend. Weil hier sind Gegner. Komm mal mit. Komm mal mit. Oh, hier sind ja... Oh, ist schön hier, ne? Gefällt mir gut. Den blauen Pilz habe ich bekommen. Ja. Ich und meine Pflaumenbomben, ne? Da ist wieder ein Troll. Oh, oh Gott. Nee, da muss ich jetzt mal eben aufpassen. Sonst wird das noch eng hier. Aua. Ja. Das war's mit meiner kleinen Bombe, mit der ich noch hätte was machen können. Ist es nicht wunderschön hier? Ich möchte das nochmal erwähnen. Aus diesem Grund habe ich das Spiel auch irgendwie ausgesucht zum Let's Playen. Das sieht doch total klasse hier aus. Also ich finde das total super. Ich will ja hier nicht die ganze Zeit so langweilig vor mich hinreden. Vielleicht sollte ich das auch noch mal ein bisschen zeigen, wie gut es mir eigentlich hier gefällt. Also ich finde das total schön. Ich liebe ja sowas, so mit Wasserfällen und so. Na, ach ja, das ist ja schön. Ey, hört ihr auf, mir weh zu tun? Sonst kriegt ihr es mit Fidget zu tun. Genau. Und ein Levelaufstieg. Oh nein, ich bin vergiftet. So, das lassen wir mal so.
Klasse. Klasse, 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 klasse. Ja, ich ja. Oh. Auf einmal steht er vor mir. Dass die Trolle genauso schwer fertig zu machen sind wie diese kleinen, ne? Naja. Wo geht's denn hier lang? Fidget hat ja jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Power gekriegt. Also, der möchte ich langsam auch nicht begegnen. Hier kann ich lang. Was ist mit hier? Okay, da kommen wieder die. So, so, so.